Willkommen im Gebärmütter-Talk. Heute haben wir die großartige Hanna Schlosser bei uns. Sie ist unter anderem Yoga-Lehrerin und wir werden heute über Yoga als Geburtsvorbereitung sprechen und haben eben einen Fokus auf Geburtspositionen gelegt, sodass ihr tatsächlich mal richtig auch mitmachen könnt und Positionen ausprobieren könnt. Also viel Spaß bei dieser Folge vom Gebärmütter-Talk. Herzlich willkommen bei deinem Gebärmütter-Talk, dein Podcast für deine Schwangerschaft, die Geburt, Familie und dem Frausein. Hi, wir sind Katrin und Inken. Und zusammen sind wir die Gebärmütter. Hier in deinem Gebärmütter-Talk soll es um dich gehen. Als Frau, werdende Mama, als Mama und um euch als Eltern. Wir möchten dich in deinem Vertrauen stärken, dich inspirieren und begleiten. Wir freuen uns total, dass du uns zuhörst und sind gespannt auf unsere gemeinsame Reise hier in diesem Podcast. Hallihallo, liebe Hanna. Hallo. Hallo und herzlich willkommen im Gebärmütter-Talk. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist, Hanna. Ja, ich mich und auch. Hanna und ich werden heute nämlich reden über das Thema Yoga als Geburtsvorbereitung und wir haben einen ganz besonderen Fokus auf den Geburtspositionen. Ja, genau. Sag mal, liebe Hanna, stell dich doch mal vor, dass wir alle wissen, wer du eigentlich bist. Ja, sehr gerne. Ich bin Hanna und bin zu finden unter den Namen ganz schön bewusst. Und ich bin Mama, Yoga-Lehrerin, Coach und ja, vieles mehr. Und praktiziere schon sehr, sehr lange Yoga, schon seit meiner Jugend, schon mal mehr, mal weniger, zwischendurch auch mal gar nicht. Und habe mich irgendwann dazu entschlossen, dass ich tiefer in das Thema Yoga einsteigen möchte und habe meine Yoga-Ausbildung gemacht, meine Yoga-Lehrer-Ausbildung. Und dann wurde ich schwanger und dann habe ich natürlich auch ganz viel Yoga praktiziert und hätte nie gedacht, wie wohltuend Yoga doch in dieser Zeit ist. Und so bin ich auch zu meinem Herzensprojekt gekommen, denn ich unterstütze Schwangere und Mamas mit Yoga und Achtsamkeit quasi von der Schwangerschaft bis in den Mama-Alltag und habe zurzeit auch einen eigenen Schwangerschafts-Yoga-Kurs am Laufen und ja, bin total beseelt, wenn ich das ausüben kann und vielen Mamas und Schwangeren dabei unterstützen kann, dass sie einfach achtsam durch diese aufregende Zeit gehen können und dass Yoga da so wohltuend helfen kann, körperlich und mental. Genau. Super schön. Das heißt, du hast es wirklich auch selber genutzt, eben als vor deiner Geburt hast du viel selber Yoga praktiziert, ne? Ja, genau. Ich hatte wirklich so die Schwangerschaft, ich habe das ziemlich zelebriert, dass ich wirklich täglich auf der Matte war, Körperübungen gemacht habe, aber auch natürlich zum Yoga gehört ja auch Meditation, ganz viel meditiert, beziehungsweise mit Hypnose gearbeitet habe, um mich auf die Geburt vorzubereiten. Voll schön. Ich habe übrigens tatsächlich auch beide Schwangerschaften ganz, ganz viel Yoga gemacht und habe auch immer noch über den Stichtag hinweg. Ja. Bin ich immer, also ich konnte sonst nicht mehr viel, aber Yoga ging immer noch. Ja, das ist erstaunlich, ne? Ziemlich unglaublich, genau. Also deswegen, ich fand es selber ganz, ganz, ganz toll und habe es sehr, sehr geliebt. Ja, das kann ich sagen. Ja, voll. Also wirklich einfach den Körper so durchzubewegen hat einfach so gut getan. Und ist ja nochmal auch anders, ne? So, was macht denn eigentlich Yoga so
aus und warum ist es auch eine Art Vorbereitung auf die Geburt? Ja, also im Yoga, wenn mich früher auch jemand gefragt hätte, irgendwie, was ist Yoga, dann hätte ich wahrscheinlich geantwortet, ja, sind irgendwie Körperübungen oder Asanas, die man macht. Aber Yoga ist ja so viel mehr. Also man arbeitet ja quasi körperlich und auch mental, was ich total wichtig finde für die Geburt als Zusammenspiel. Also dass man den Körper trainiert, aber auch den Geist, weil das ist ja einfach miteinander verbunden, Körper und Geist. Und ja, das hilft einfach unheimlich, dass man unter Geburt entspannt sein kann und seinen Körper einfach kennt. Genau. Jetzt habe ich ehrlich gesagt deine eigentliche Frage vergessen. Warum Yoga eine Geburtsvorbereitungsart ist? Ah, genau, ja. Eine Art ist, sich vorzubereiten. Ja, also genau, weil man ja auch, die Geburt ist ja, findet ja irgendwie im Kopf ein Stück weit statt, finde ich, und natürlich auch der Körper. Und durch die Übungen, die wir vorher in der Schwangerschaft schon üben, können wir einfach unserem Körper auf die Geburt vorbereiten. Wir können zum Beispiel, es gibt so eine typische Asana, die so irgendwie die Geburtsvorbereitung immer bezeichnet wird, die tiefe Hocke, Malasana. Und da zum Beispiel, das ist sehr wohltuend für das Becken, also es durchblutet das Becken, fördert die Durchblutung im Becken und dadurch ja, kann die Geburt sogar erleichtert werden. Also es gibt verschiedene Übungen, die das einfach fördern, dass vielleicht die Geburt leichter ist. Und ja, also es hat einfach so, so, so viele Vorteile, weil die Asanas, die wir vorher üben, die können wir fast alle unter der Geburt ausüben. Und das ist natürlich super, wenn wir im Geburtsprozess wissen, wie wir mit unserem Körper umgehen können oder was uns vielleicht hilft, dass wir weniger Schmerzen oder weniger Kontraktionen an einer bestimmten Stelle spüren. Genau. Ich weiß tatsächlich noch, dass ich bei meiner ersten Geburt ziemlich verloren war, so rund um dieses Thema Geburtsposition. Und dass ich wirklich irgendwie so gerne einfach jemanden gehabt hätte, der gesagt hätte, mach dies, mach jenes oder so. Und da war aber in dem Augenblick halt einfach niemand. Und da habe ich echt so gemerkt, so wie toll das ist, wenn ich vorher mich mit diesen Positionen einfach intensiver beschäftigt gehabt hätte, ne? Muss man ja einfach so sagen. Ja. Und du hast jetzt gerade ja auch schon die Hocke angesprochen, was ja eben einfach auch eine richtig, richtig tolle Geburtsposition ist. Ja. Und ich glaube, du hast sogar auch eine eigene Geschichte mit dieser Position, ja, oder? Ja, genau. Also ich habe, ich war die meiste Zeit während der Geburt sogar in der Wanne und dort war ich meistens dann eher die meiste Zeit im Vierfüßlerstand, was ja auch eine ganz typische Yoga-Position ist, ne? Wenn man im Vierfüßlerstand ist, meistens macht man daraus irgendwie Katze-Kuh oder kann irgendwie das Becken kreisen, was natürlich eine Entlastung dann wiederum für den Rücken ist. Und ich habe aber dann gemerkt, dass, wo es dann so dem Ende zuging, dass ich mich irgendwie gerne aufrichten wollte. Und ich habe in der Schwangerschaft zuletzt ganz, ganz viel wirklich täglich die tiefe Hocke gemacht. Also ich erkläre es einfach mal ganz kurz, wie die funktioniert, falls der ein oder andere kein Bild dazu hat. Man kommt quasi aus dem Stand und stellt die Zehen, die zeigen nach außen quasi und die Fersen nach innen. Und dann kommt man in die Hocke, also man beugt das Knie und das Gesäß zeigt Richtung Boden. Und genau, und dann hockt man quasi und in dieser Position hat man auch so eine Wirkung, die super erdend ist, was aber auch stabilisierend und ruhig einfach für den Geist ist. Und ja, das Gefühl natürlich von Ruhe und Erdung ist natürlich wunderbar im Geburtsprozess. Und diese Übung ist auch sehr wohltuend einfach für den Rücken, weil der Rücken einfach lang gemacht wird. Und ja, viele Schwangere haben ja oft das ein oder andere Wehwehchen am Rücken. Und
Genau, und ich habe das wirklich täglich in der Schwangerschaft zu Ende geübt. Und dann so, genau, wo dann die Geburt in den Endzügen war, hatte ich wirklich das Bedürfnis, mich auch meinen Oberkörper aufzurichten. Und dann war ich auch in dieser Position der tiefen Hocke. Man kann sich dann, ich habe mich in dem Geburtsprozess vorne wo festgehalten oder der Partner kann dabei auch unterstützen oder man kann sich auch an einem Seil irgendwie oben festhalten oder ein Tuch, falls da was ist. Und ja, und so ist dann letztendlich auch meine Tochter und die Plazenta dann geboren. Ja, und man kann in der Position auch halt super seinen Beckenboden entspannen. Und das war auch so drin bei mir, dadurch, dass ich das so viel geübt habe, dass das dann auch so, ja, wie selbstverständlich war. Und das war für mich in der Geburt einfach die perfekte Position. Sag mal, wer hat denn dann deine Tochter Das entgegengenommen? war ich und die Hebamme so ein bisschen gleichzeitig, weil ich war immer noch in der Wanne. Und das Baby muss ja dann erstmal irgendwie einen kurzen Moment noch unter Wasser sein. Und ich habe mich vorher ehrlich gesagt gar nicht mit Wassergeburt auseinandergesetzt und wusste das gar nicht so richtig. Und dann kam sie aber zu mir hoch. Genau, wir waren es irgendwie so beide gleich. Ja. Voll Ja. schön. Also, das ist halt auch nochmal was, was ich so toll finde an der Hocke. Das ist ja auch genau die, also, das wäre ja sozusagen auch die Position, die du wie so als Urinstinkt irgendwie einnehmen würdest und die dich ja auch so autark Ja. werden lässt, ne? Weil du kannst halt in der Hocke dein Kind einfach selber in Empfang Genau, nehmen, ja. ne? Und das ist einfach was, was wundervoll ist. So. Also wenn man es möchte, ist natürlich nicht vielleicht für jeden was, aber wenn du das möchtest, ist es natürlich total schön, wirklich in der Hocke dann eben auch beteiligt zu sein an diesem Empfang des Ja. Kindes, ne? Wie du das jetzt auch erlebt hast im Genau, Endeffekt. und ich fand es total natürlich, dadurch, dass es so, also ich hätte für mich mir nicht vorstellen können, auf dem Rücken zu liegen oder irgendwie, das war so, sondern ich brauchte dieses, auch dass ich mein Oberkörper einfach aufgerichtet war. Und ja, ne, also das war dann, ich habe es dann auch ehrlich gesagt als leicht empfunden. Ja, Ja, ja. macht ja auch total Ja. Sinn. Schwerkraft ist mit drin und alles, ne? Das macht total Sinn, dass es für dich so. Und ich finde es total schön, weil ich es oft höre, dass eben deswegen ist es auch so toll, dass du auch sagst, dass du das vorher auch so viel geübt hast, ne? Weil die Hocke ist halt etwas, was wir in unserem Leben so selten halt einnehmen, Leider. ne? Und ja. Und dadurch halt so toll, wenn du das halt vorher im Schwangerschafts-Yoga und auch so für dich dann viel geübt hast, dann hast du diese Position auch als Möglichkeit überhaupt vorhanden für die Geburt, weil sie halt in Wirklichkeit einfach eine wunderschöne Geburt ist, also Ja, Geburtsposition ist, so, ne? definitiv. Ja, man kann das auch, finde ich, so super zwischendurch einfach üben. Also, ne, man muss dafür jetzt nicht, weiß ich nicht, sich eine halbe Stunde einplanen, ich muss jetzt irgendwie Yoga machen, sondern man kann diese tiefe Hocke einfach zwischendurch, wenn man auch denkt, oh, mein Rücken tut gerade weh und ich möchte mich mal irgendwie lang machen im Rücken, kann man das einfach kurz machen. Oder weiß ich nicht, wenn man irgendwie, ich habe auch ganz oft am Wohnzimmertisch in der tiefen Hocke gehockt und habe irgendwie, weiß ich nicht, was am Laptop gemacht oder so. Ich meine, in vielen Völkern ist die tiefe Hocke ja, die sitzen nur in so einer Hocke, weil das ja eigentlich auch anatomisch gesehen total natürlich ist, ne? Nur wir Ja. haben das irgendwie ein bisschen vergessen. Das Ja, stimmt. genau. Ja. Super schön. Hast du denn noch andere Empfehlungen als Position? Also wir hatten jetzt gerade den Vierfüßlerstand schon mal so Ja, angesprochen. also der Vierfüßlerstand, den fand ich auch wirklich total wunderbar. Und da kann man auch einen Partner oder Partnerin Geburtsbegleitung super einbinden, wie ich finde, dass dann vorne am Kopf irgendwie jemand, ne, bei einem ist. Und genau. Und in dieser Position kann man auch das Becken super kreisen, was auch entlastend wieder wirken kann. Und ansonsten sind auch alle asymmetrischen Positionen, also so ein Ausfallschritt oder so ein tiefer Ausfallschritt, ist auch total wohltuend, weil man da ja auch nochmal das Becken öffnet. Und
Ja, solche Sachen sind wunderbar. Man kann anstatt die tiefe Hocke auch die hohe Hocke machen. Die nennt sich auch Goodness Pose. Dass man quasi nicht so tief kommt, sondern dass man einfach noch höher ist, ne? Dass die Beine so ein bisschen angewinkelt sind. Und da kann man sich dann auch super irgendwie, weiß nicht, an einem Tisch oder so abstützen. Was ich auch interessant finde, was ich jetzt persönlich nicht gemacht habe, ist die Seitenlage. Aber ich habe von vielen Schwangeren gehört, dass das auch super, super wohltuend ist, dass man sich auf die Seite legt und ja, vielleicht ein Bein hochnimmt. Da gibt es ja diese halbe Happy Baby Pose und da kann man dann quasi mit einer Hand so die Kniekehle festhalten und das Bein nach oben hin anwinkeln. Ja, also ich denke mal, alles, was so hüftöffnend ist, ist einfach super entspannt. Ja. Also was ich bei dieser Seitenlage, die du gerade beschrieben hast, auch ganz gut finde, ist, wenn man die jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt tatsächlich in Ja. der Klinik ist, dann kann man da halt total gut dieses Klinikbett so Ja. hochfahren, sodass du halt mehr, also was ja sozusagen in der klassischen Seitenlage würdest du ja eben wirklich auf einem Bett liegen oder so. Und wenn du dich halt in der Klinik bist, kannst du dich halt fast ja schon senkrecht, also vielleicht nicht komplett, aber du kannst dich so hoch fahren, dass du schon fast wieder aufrecht bist, ne? So, und da kann man halt dann diese asymmetrische Position halt ganz gut einnehmen und ist halt trotzdem nicht in der komplett liegenden Position machen, Position. ja. Ne, so, also da kann man auch, ich finde immer, man kann irgendwie bei diesen Geburtspositionen auch wirklich einfach kreativ werden und so ein bisschen gucken, was tut mir eigentlich gut. Aber es ist einfach auch gut, eben so eine Basis mal zu haben und mal zu wissen, okay, was kann ich denn eigentlich Ja. ausprobieren, um dann eben auch so ein bisschen in die Kreativität überhaupt auch zu Ja. kommen. Ne? So, deswegen ist es auf jeden Fall, glaube ich, einfach total schön, mal so zu hören, okay, was kann ich denn Ja, eigentlich machen? generell finde ich auch immer wichtig, dass man einfach das oder dass man das ja vielleicht auch vorher schon mal dann einfach ausprobieren kann. Man hat ja die Schwangerschaft einfach Zeit, um das einfach vielleicht schon mal so ein bisschen vorzufühlen, was einem gut tut. Mir selbst hat, wie gesagt, die tiefe Hocke und der Vierfüßlerstand schon in der Schwangerschaft so gut getan. Und ja, da kann man sich einfach wunderbar ausprobieren. Und auch während der Geburt finde ich das auch ganz wichtig, dass man einfach auf seine Intuition hört. Also wie man sich gerade, wenn man sich jetzt vielleicht auch in der Rückenlage gut fühlt, ja, mein Gott, dann gerne auch in Rückenlage, ne? Das ist ja super individuell. Ja. Ja, Genau. alles erlaubt. Ja. Ich sage mal, während der Ja, Geburt ist das alles stimmt. erlaubt. Genau, ja. Ja, und deswegen finde ich auch Schwangerschafts-Yoga so wichtig oder so gut, weil man einfach ja sich davor mit beschäftigt und dadurch, dass man das ja dann mindestens, weiß nicht, ein, zweimal die Woche oder vielleicht irgendwie 10 Minuten am Tag vielleicht etabliert in der Schwangerschaft, das festigt sich dann so im Kopf, dass das dann während der Geburt einfach selbstverständlich ablaufen kann. Ja. Das heißt, du gehst auch in deinen Kursen präsent durchaus in unterschiedliche Positionen, dass sie sich dann schon so verankern können, Ja, wenn du das definitiv, anleitest. genau. Ich sage das noch immer dazu, weil für viele ist das halt noch ganz, oder viele hatten ja mit Yoga vielleicht vor der Schwangerschaft noch gar keinen Kontakt. Viele haben den ersten Kontakt mit Yoga durch Schwangerschafts-Yoga. Und genau, ich weise dann immer darauf hin und versuche das dann auch gut zu erklären, dass das dann ja wie selbstverständlich abgespeichert ist. Genau. Und ich übe auch immer dann zusammen natürlich mit der Atmung. Also, dass Atmung und die Körperbewegung einfach selbstverständlich sind. Und das finde ich auch immer total wichtig dazu zu sagen, dass wenn man jetzt zum Beispiel in einem normalen Geburtsvorbereitungskurs vielleicht das Atmen übt, das festigt sich einfach nicht so gut, wenn man Körperbewegungen mit der Atmung macht. Das kann sich einfach in unserem Gehirn viel besser festigen. Und das finde ich einfach so super beim Yoga, dass man alles vereint hat. Ja. Ja. Ja, und im Endeffekt ist es ja auch so wichtig, eben während der Geburt halt eben sich zu Ja. bewegen, ne? Also ich sage immer, eine gute Abwechslung zwischen
Entspannung und Bewegung ist einfach das, was so ein Geburtsverlauf halt einfach auch ausmacht, ne? Denn jede Bewegung, die du machst, ist gut, dass dein Kind besser durchs Becken halt durchfinden kann. Ja, ne? Genau. So. Das finde ich auch, durch Yoga hat man ja quasi Entspannung, aber auch Spannung. Also man kann ja Übungen machen, die auch durchaus fordernd sind, aber man hat auch wieder diese Übungen, die entspannend sind. Und ich finde, der Geburtsprozess ist auch so. Also ich selbst habe den so wahrgenommen wie ein Marathon oder wie irgendwie so eine Sportveranstaltung. Also, dass es auch durchaus länger dauern kann und dass man ja auch einfach Energie dafür braucht. Und das finde ich auch ganz wichtig, vorher sich klar zu machen und aber auch zu üben, ja? Dass man Übungen macht, wo man seine Stärke nochmal trainieren kann oder auch einfach die Beinmuskulatur. Und aber auch Übungen, wo man lernt, loszulassen. Und die Kombination von Kraft und Spannung mit dem Entspannen finde ich total wichtig. Und das hat man halt perfekt im Yoga. Klingt super. Ich finde das total schön. Und ich habe das auch damals so empfunden, dass eben, dass Yoga einfach auch so gut zum Hypnobirthing, zu Hypnosen eben passt. Ne? Also das ist einfach, ich habe das als sehr ineinandergreifend und wertvoll zusammen auch als Geburtsvorbereitung halt empfunden. Total. So. Also ich persönlich habe mich auch so vorbereitet. Ich hatte auch so einen mentalen Geburtsvorbereitungskurs und selbst halt meine Yoga-Praxis. Und das waren wirklich so, die Zahnrädchen haben da wirklich super zusammengepasst. Das für mich war das einfach die perfekte Geburtsvorbereitung. Es war jetzt mein erstes Kind, aber ich habe irgendwie gesagt, so ein normaler, in Anführungszeichen, normaler Geburtsvorbereitungskurs, der kommt jetzt für mich nicht in Frage, sondern ich will mich einfach nur mental darauf vorbereiten und mit Yoga. Und mir hat das total gereicht und ich fand das einfach die perfekte Kombination. Ja, genau. Ja, so schön. hast du für uns, also du hast, finde ich, das mit der Hocke schon total super erklärt, sodass jetzt unsere Zuhörerin es eigentlich wirklich auch üben kann. Hast du noch so eine kleine Übung, wo du denkst, dass die uns nochmal, weil ich finde es einfach total schön immer, wenn du aus so einem Podcast rauskommst und dann auch direkt schon was mitbekommen hast, so, ne? Also ich denke, es waren jetzt schon super viele Impulse einfach dabei, also die ganzen Geburtspositionen einfach auch mal auszuprobieren, so. Hast du noch eine kleine Übung für uns, die du uns noch mitgeben direkt kannst? Für die Geburt oder vielleicht jetzt so in der Schwangerschaft? Kann beides sein. Kann beides sein. Was mir gerade in den Kopf kommt, was ich total super auch finde, ist der liegende Schmetterling. Kennst du den? Als Schwangere kann man sich vielleicht gut auf ein Bolster oder irgendwie erhöht, also dass der Oberkörper erhöht ist mit Kissen, kann man sich gut quasi darauf legen und legt sich ab. Und dann stellt man die Beine auf und lässt dann die Knie zur Seite fallen. Also, dass man so auch so eine schöne Öffnung hat. Und in der Position legt man dann am besten die Hände auf den Bauch und kann nochmal so ganz tief in den Bauchraum atmen, vielleicht Kontakt zum Baby aufnehmen, sich vorstellen, wie das gerade im Bauch ist und kann so einfach wunderbar loslassen. Ich finde, das ist so wohltuend. Und meine Schülerinnen, die sagen mir auch immer, dass das die Schwangerschaft oder dass man ja oft auch nicht so lange, vielleicht Zeit hat, aber dass man so einfach so kurz den Kontakt zum Baby hat und sich entspannen kann und dieses Gefühl von Loslassen hat. Und ja, das finde ich halt auch, dass dadurch der liegende Schmetterling sich optimal eignet. Ja. Ja. Voll schön. Ja, danke schön. Ich mag den auch sehr gerne. Ich mag den auch heute noch. Ich finde das so schön. Ja, voll. Ich habe jetzt auch gerade kein Kind im Bauch, aber ich finde den auch so schön. Genau. Ich mache das auch noch, weil ich finde es auch, wenn man dann noch die Arme so ausbreitet und man irgendwie der Oberkörper auf so einem Bolster oder Kissen erhöht liegt, dass das auch so eine schöne Herzöffnung ist. Und als stillende Mama ist man ja in der Nacken
Region öfter ein bisschen verspannt. Und da tut das halt auch total gut. Und dieses Gefühl von Erdung ist, finde ich, einfach unschlagbar. Ja, Voll schön. genau. Sag mal, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wo du eigentlich sitzt sozusagen. Also wo findet man dich und wie bietest du jetzt deine Arbeit Also eigentlich ich an? wohne in Bad Homburg, bin eigentlich bei einer Hebamme in der Praxis, bin aber jetzt in Corona-Zeiten gestartet und daher biete ich das alles online an. Und am besten, man geht auf meine Webseite unter www.ganz-schön-bewusst.de und dort kann man sich dann zum Schwangerschafts-Yoga-Kurs anmelden und findet auch noch meine anderen Kursangebote. Aber dadurch, dass ich gerade frisch Mama geworden bin, mache ich aktuell nur Schwangerschafts-Yoga. Genau. Und ja, ich hoffe, dass es irgendwann mal wieder vor Ort stattfinden kann. Aber solange das so ist, mache ich das alles online. Genau. Aber ist ja für unseren Genau. Podcast jetzt gar nicht so schlecht, weil dann kann wenigstens Genau, jede genau, mitmachen. ja. Genau, ja. So, wir kommen tatsächlich schon so Richtung Ende des Podcasts und ich würde dich gerne zum Abschluss fragen, was würdest du denn jeder Schwangeren noch so mitgeben wollen? Ich würde ihr mitgeben, dass sie das ist vielleicht so abgedroschen, aber genießt diese Schwangerschaft, genießt diese Zeit, sorge gut für dich, sorge gut für dein Baby im Bauch und ja, hör auf deine Intuition, das finde ich super, super wichtig und ja, macht euch zusammen einfach eine gute, gute Zeit. Macht Yoga, meditiert und genießt es. Das würde ich auf jeden Fall mitgeben. Ja. Wunderschön. Vielen lieben Dank für Ja, dieses sehr wunderbare gerne. Gespräch, Vielen liebe Dank. Hanna. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und auch dir, liebe Zuhörerin, wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Und ja, bis ganz bald wieder im Gebärmutter-Talk. Tschüss. Tschüss.